Rauchschwaden aus dem Jöchlerhaus im Zentrum und Einsatzfahrzeuge im Minutentakt waren der Beginn einer Abschnittsübung der Feuerwehren. Stadtfeuerwehrkommandant und Einsatzleiter Magister Reinhold Kreuter fasste zusammen. Also wir haben heute die Abschnittsübung nach Jahren wieder in Landeck gemacht. Es waren insgesamt 9 Feuerwehren mit der Feuerwehr Landeck und die Nachbarfeuern mit dabei. Es waren also 180 Mann mit 20 Fahrzeugen mit involviert bei dieser Übung. Was war die Übungsannahme? Die Übungsannahme war ein Brand im Jöchlerhaus in der Malzerstraße und den umliegenden Gebäuden. Es war also ein massiver Einsatz von Atemschutzgeräteträgern notwendig. Und man hat also schauen müssen, dass die Umgebungsobjekte auch gut geschützt werden. Im Landecker Einsatzzentrum fand die Abschlussbesprechung der Abschnittsübung statt. Bezirksfeuerwehrkommandant Magister Christoph Meyer war zufrieden. Ich muss wirklich sagen, es war eine tolle Übung an einem sehr neuralgischen Punkt in Landeck. Von der Taktik her war der Einsatz sicherlich toll aufgebaut, ein umfassender Angriff. Man hat gesehen, dass in Landeck eine wirklich ausgezeichnete Löschwasserversorgung ist, alles mit Ringleitungen verbunden. Die einzelnen Feuerwehren haben sich, soweit es gegangen ist, selber mit Wasser versorgt. Einerseits hat man ausgenutzt diese Fixverrohrung vom Inn auf die Brücke herauf. Auf der anderen Seite ist man von der Bezirkshauptmannschaft hergefahren, vom Harrer hergefahren, vom Schwarzen Adler und zweimal von der Öd herunter, nämlich vom Bereich Café Haag bzw. vom Bereich Altersheim. Also wirklich toll. Es waren alle mit Begeisterung dabei. Man hat niemanden gesehen, der so einen lahmen Schritt gehabt hat, sondern es waren wirklich alle gut dabei. Gute Übung, gut abgelaufen, taktisch sehr gut aufgebaut, Autos richtig gestellt. Die Einsatzleitung war beweglich, muss ich sagen, das sei eine Einsatzleitung auf der Masergasse oben gewesen, eine Einsatzleitung unter und die Einsatzleiter, die waren beweglich. Gut auch die Besprechung, die Kommandanten zur Übungsbesprechung dazu holen wieder, Lageführung, Gratulation, wirklich sehr gut. Atemschutzsammelplatz gut aufgebaut, wirklich alle registriert. Sofort einmal gewiss, da und da fehlt ein Atemschutzdruck. Die was nachher abgängig gewesen sein, muss ich wirklich sagen, sehr gut. Ich darf mich bei noch einmal recht herzlich bedanken für die Bereitschaft und für den Einsatz dieses Zartabends. Wünsche euch weiterhin gute Übungen und wenn wir im Einsatz sein, aber dass wir alle wieder zurückkommen mögen. Eine Gratulation auch noch an die Übungsvorbereiter, die was das wirklich sehr gut gemacht haben. Danke nochmal an den Kalle und gut heil. Ich bin sehr froh darüber, dass ich es heute zeitlich zustande gebracht habe, mit dabei sein zu können und zu dürfen und damit zum wiederholten Male mich davon überzeugen habe können, auf welchem hohen Niveau, mit welchem Einsatz und mit welchem Können und Wissen von eurer Seite eine solche Übung abgewickelt wird. Ein Kamerad der Feuerwehr ist nie ein Einzelkämpfer. Das ist ein Teamspieler. Und das gefällt ihm persönlich auch so gut an der Feuerwehr. Weil da nicht jeder für sich allein, sondern einer für alle und alle für einen. Und das ist heute wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt worden. Das freut mich. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis des Erfolges letztendlich bei einem Einsatz. Wenn alle an einem Strang ziehen, dann funktioniert das auch. Und das ist auch ein bisschen etwas, wo ich sage, wenn das in der Politik auch des Öfteren so wäre, dann würde man auch wahrscheinlich mehr zusammenbringen, als es hier und da der Fall ist. Sagte Bürgermeister Bertel Stennico und lud zu einem Getränk und Würstel ein.